der Fitnesszustand der Bayern. Und das sieht man auch. Und wie ich bereits gesagt habe, das präsentieren die Spieler auch gut und gerne auf Instagram. Das hier ist Robert Lewandowski. Ihm gleichgezogen ist mittlerweile Leon Goretzka. Der hat während der Corona-Pause ordentlich an Muckis zugelegt. Das hat seinem Fitnesszustand nicht geschadet. Im Gegenteil, denn das war vorher seine Sorge. Jetzt hat er bessere Fitnesswerte als je zuvor. Er spaßte noch, hätte ich das mal vorher gewusst, wäre ich schon vorher ins Gym gegangen. Ihm gleich tut es tatsächlich auch Benjamin Pavard. Also wir sehen, die Bayern, die sind, wie man im Fitnesssprachgebrauch sagt, shredded. Also man sieht kein Gramm Fett am Körper. Lediglich Thomas Müller, der bleibt sich treu, das ist er. Und seine Frau, die nimmt ihn da auch mit aufs Korn. Das ist das Bild, was er gepostet hat im Vergleich zu früher. Das ist Thomas Müller früher. Und seine Frau schreibt, der Wadenumfang hat sich auch nicht wirklich verändert. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann hat sie da recht. Durchtrainiert ist Thomas Müller auch, aber mit etwas weniger Muskeln als Robert Lewandowski, Benjamin Pavard und Leon Goretzka. Christian, die Frage an Felix Magath, das dürfte ihm ja besonders gefallen, zumindest den Ruf, den er ja genießt, ist ja, dass er sehr viel Wert auf den Fitnesszustand legt. Also welche Note würde er den Körpern von Robert Lewandowski, Benjamin Pavard und Leon Goretzka denn geben? Tja, Valentina, munzeln bei diesen Bildern. Welche Note würden Sie den Körper von Robert Lewandowski zufällig geben jetzt, wenn Sie das so sehen, oder auch Leon Goretzka? Ich glaube, alles andere wie eine Eins wäre fast eine Beleidigung. Gut, also ich habe mich bisher nie so sehr dafür interessiert, für Männerkörper. Ne, Das wird Ihre Frau beruhigen? Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber sag mal, es hat sich ja, sag mal, insofern hat sich das hier gewandelt, dass halt jeder sich immer selbst gern darstellt. Das ist, sag mal, mir noch nie ganz so geläufig. Insofern, ja, ist mir das egal, ob sie sich da so hinstellen, ne, aber das ist, ne. Tja, um nackte Wahrheiten geht es auch bei unserer Ja- und Nein-Kategorie. Oh. Sie können mit Ja antworten und mit Nein. Und wenn es wirklich sein muss, dürfen Sie es auch ausführen, aber wir versuchen knapp zu bleiben, Herr Magath. So, dass Ihre Leidenschaft fürs Laufen schon daher rührt, dass Sie als Kind immer den Schulbus verpasst haben und immer in die Schule laufen mussten? Ja. Quälix ist für Sie sogar der Spitzname, den Sie haben, ein Kompliment? Ja. Es ist richtig, dass Sie zu Spielezeiten teilweise bis zu 60 Zigaretten am Tag geraucht haben? Ja. Es ist richtig, dass Sie Ihr erstes Profitraining verpasst haben, weil Sie vielleicht am Vortag zu viel Alkohol getrunken haben. Ja, aber das war das Weltmeisterschaftsfinale 1974. Da wollen wir eine Ausnahme machen. Gut, danke, danke. Es ist wahr, dass Sie bei Schalke auch gehen mussten, weil Sie Manuel Neuer nicht verkaufen wollen. Ja. Sie würden André Lenz beim Spielstand von 5:1 im April 2009 nochmal einwechseln? Ja. Sie werden nochmal einen Trainerjob annehmen? Ja. Und der FC Bayern, so wie es ausschaut mit der Überlegenheit, wird auch die nächsten 10 Jahre Meister? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber da habe ich meine Zweifel. Die Zweifel dürfen Sie ausführen, Herr Magath. Ja gut, ich gehe davon aus, dass Manuel Neuer nicht noch 10 Jahre spielt beim FC Bayern. Und damit wird einer der Garanten fehlen für Titel. Und ob der FC Bayern ihn gleichwertig ersetzen kann, das kann ich nicht erkennen. Tja, Manuel Neuer spielt ja nicht nur für den FC Bayern noch länger, sondern auch für die Nationalmannschaft. Ich erinnere mich an ein sehr nettes Gespräch mit Ihnen in unserem Podcast Bayern Insider, wo Sie vor der EM gefordert haben, Jogi Löw sollte besser sofort abtreten und Hansi Flick vor der EM übernehmen. Im Nachhinein würden Sie sagen, wenn man es abschneiden ansieht, Sie hatten vielleicht recht. Na gut, ich versuche immer, sag mal, nicht mich so darzustellen, dass ich das sage, was so und so kommt, sondern dass ich versuche zu sehen, was wird die Zukunft bringen. Und bei Jogi Löw aus meiner Sicht war es halt abzusehen. Denn es ging seit 2014 nicht mehr
aufwärts. Und ich weiß nie, was das dann halt gesollt hatte, wie gesagt, dass also sieben, nicht einer in der Lage war. Sieben verschenkte Jahre, würden Sie sagen? Ja, natürlich. Nicht nur verschenkt, sondern verloren. Weil man auch Titel gewonnen hätte, wenn man vielleicht den Trainer gewechselt hätte? Ja, natürlich ist die deutsche Mannschaft immer in der Lage, auch Titel zu gewinnen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Italiener eine Übermannschaft gehabt hätten gewesen wäre. Aber die Italiener haben halt mit 100% Leidenschaft gespielt. So habe ich die Europameisterschaft verfolgt. Während wir diese, sag mal, Leidenschaft auch nicht zu 100% nur gegen Portugal eingebracht haben. Wenn Sie jetzt die interpretiert es ein bisschen anders, ist wieder öfter in den Stadien, legt sehr viel Wert auf wirklich viel Kommunikation, auch untereinander. Macht Ihnen das Spaß, ihn zuzuschauen jetzt bei seinen Anfängen? Ja gut, er hat ja hier hervorragende Arbeit bei Bayern geleistet und insofern kann er der Mann sein, der jetzt den deutschen Fußball wieder nach vorne bringt und der uns wieder konkurrenzfähig macht, um wieder um Titel zu spielen. Wir reden über Qualität. Hat Deutschland die Qualität, im nächsten Jahr schon wieder um den Weltmeistertitel mitzuspielen? Ich habe die Ausbildung vor 10 Jahren kritisiert. Ich habe jetzt keine Lust mehr, darüber zu reden. Die Ausbildung war aus meiner Sicht, wie gesagt, nur noch so, dass man Durchschnitt herausgebildet hat. Und insofern wird es auch für Flick schwierig, Titel zu gewinnen. Tja, schlechte Nachrichten für Hansi Flick. Herr Magath, ich freue mich sehr, dass wir da waren. Ich hoffe, wir trinken unseren Tee jetzt gemütlich weiter und gebe dann zurück zu Valentina.